Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge von Space Haven Alpha 16. Und das letzte Mal waren wir stehen geblieben. Wir haben unsere kleine Flotte, wir haben zwei Schiffe und wir sind mit zwei Shuttlen hier an diese verlassene Basis rangeflogen. Und dann würde ich doch mal sagen, bewegen wir uns mal hier rein und gucken mal, ob wir neue Crewmitglieder finden. Und ob hier interessante Sachen rumgeistern. Da haben wir doch direkt schon mal ein neues Crewmitglied. Also hier, super. Wie geil. Und wir haben hier direkt... Wir haben hier direkt Aliens. Und Gott sei Dank haben wir mittlerweile so viel Feuerkraft, dass das überhaupt gar kein Problem darstellt. So, und da kommen jetzt direkt... Ah, ich dachte, den kriegen wir noch. Mittlerweile haben wir so viel Feuerkraft, dass so ein fliegendes Scheißteil, was auf uns zugestürmt kommt, manchmal gar nicht mehr ankommt. Aber jetzt, naja, wir kriegen immer noch Treffer ab. So, da hinten hängt noch jemand an der Wand. Das heißt, hier haben wir unter Umständen mehr als ein neues Crewmitglied am Start. Wir stellen uns mal hier in die Ecke. Nicht in die Ecke, aber okay. Ein Spawner ist schon mal weg. Da haben wir einen Flüchtling. Dann würde ich doch mal sagen, einer geht jetzt mal dahin und spricht mit dem. Hallo, Handelsföderation. Ihrer Bitte um Hilfe nachkommen. Und wir nehmen das an. Wir schließen uns eurer Besatzung als Flüchtlinge an und hoffen, dass wir irgendwann zu unseren Gruppierungen zurückbringen. Na klar. Super. Dann kommt einmal hierher und dann sprechen wir kurz mit... dem. So, und dann sprechen wir einmal kurz hiermit. Gott sei Dank bist du hier. Ich dachte schon, ich müsste hier ewig hängen, fragen, was passiert ist. Ja, du kannst dich unserer Besatzung anschließen. Ich will nicht wieder zurück. Ja, ja, das kennen wir. Und Jacqueline Pasquale, Navigatorin, Eiserner Wille. Oh, das ist gut. Botanik, sehr mit viel Potenzial für Botanik, bisschen Waffen. Ja, das ist, Die kann ich doch mal... Die könnte ich jetzt direkt mal auf unser neues Schiff. Heimatschiff festlegen. Annehmen. Die ist direkt auf... Ach nee, wobei, Heimatschiff festlegen. Die muss erstmal nach Hause und bewaffnet werden. Wir haben noch keine Waffen. Wir können sie später immer noch rüberschicken. So, und jetzt alle mal hier herüber. Achso, und Jacqueline, machen wir mal direkt Befehl aus. Du solltest dir... Oh, und da haben wir noch direkt Gegner, Mensch. Da haben wir noch ein bisschen was. Aber das scheint ja schön auf dem Haufen zu sein. Da ist der Spawner weg und das ist schönes Schießtraining. Hervorragend. Hervorragend. Und damit hätten wir alles. Und alle mal hier Direktbefehl aufgehoben. Und alles, was hier ist, mitnehmen. Und alles auseinanderbauen. Jawohl. Und diese Schiffe aufheben. Und was wir jetzt noch machen, Diana hat als einzige noch Direktbefehl. Und die lassen wir mal hier den zweiten. Und da haben wir Tazzy. Tazzy ist Landwirtin und Held. Okay, Waffen, ja. Botanik schon relativ hoch. Bauen und Fertigung, ja, das ist alles super. Da machen wir auch mal hier, dass sie neu bewaffnet wird. Wir haben zwei neue Besatzungsmitglieder innen. Sehr schön. Großartig. Und dann lassen wir das hier direkt mal auseinanderbauen. Die Ressourcen hier unten bauen wir bereits ab. Und wir gucken mal hier rein. Genau, da oben haben wir Kabinen gebaut. Da scheint alles mittlerweile fertig gebaut zu sein. Hier haben wir noch ein Beet, wo wir noch nichts anbauen. Da machen wir mal
Früchte, Wurzelgemüse, Wurzelgemüse, künstliches Fleisch, Nüsse und Samen. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, hier haben wir dann unsere Botanik drinne. Hier haben wir einen Shuttle-Hangar. Wir bräuchten hier wahrscheinlich noch andere Sachen. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal Schilde. Und hier hinten brauchen wir jetzt, wenn ich mal umschalte, wir sind bei, dieses Schiff ist schon relativ schwer. Wir brauchen hier hinten einen weiteren Antrieb. Ja, und da ist jetzt auch genug Platz da. Dann kommt da ein weiterer Antrieb hin. Wir gucken mal, wie viele. Ja, wir haben noch einige, ein paar Tech- und ein paar Energieblöcke. Das haben wir auch hochgesetzt. Dann wird das geliefert. Und ja, Schilde haben wir schon. Aber es muss jetzt bald mal in die Richtung gehen von einer weiteren Bewaffnung, würde ich sagen. Und die weitere Bewaffnung kann dann mal wahrscheinlich irgendwo weiter hier vorne hin. Auf jeden Fall nehmen wir da unten das Schiff jetzt erstmal auseinander. In der Zeit sollte ich den Rumpf wahrscheinlich nicht weiter ausbauen. Achso, und dieses Schiff hier benötigt dringend nicht nur Kabinen, sondern auch Kryostasekammern. Und Kryostasekammern können ganz hervorragend da hinten hin. Okay, und jetzt sind hier Raumschiffe ins System reingesprungen. Meine Fresse! Das sind ein paar. Okay, wir machen mal Pause. Wobei, ich kann einfach normal weiterlaufen lassen. Fangen wir hier mit dir an und treiben mal Handel. Du zahlst keinen guten Preis für Biomasse. Hast du interessante Sachen, die du verkaufst? Oh ja, wir brauchen Metall, sehe ich. Das heißt, wir kaufen dir einfach mal 10 Metall ab und verkaufen dir Gewebe. Jawohl. Nächstes Schiff. Einmal Handel treiben. Oh, wir gucken mal bei Missionen. Person gefangen nehmen. Sklaven befreien. Ja, wir treiben jetzt erstmal Handel hier. Dann, ihr zahlt einen guten Preis für Biomasse. Das ist ganz zauberhaft. Wir bräuchten ein bisschen Energie. Ja, wir brauchen auch nicht wirklich Energium, aber oh, wir bräuchten Wasser. Spannend. Ich kaufe euch mal euer Wasser ab. So, das kleine Schiff hier zahlt auch einen guten Preis für Biomasse. Wir nehmen euch Wasser. Dankeschön. Und dann machen wir mal hier weiter. Kein guter Preis für Biomasse. Ihr habt aber auch nicht wirklich was, was ich haben will. Und ihr zahlt einen guten Preis für Biomasse. Und ihr hättet Wasser, Eis. Sehr schön. Dann machen wir mal weiteren Handel. Und ich nehme euch alles euer Eis ab. Und ihr kriegt noch mehr Biomasse. Und puh. Könnt noch ein bisschen ansonsten einfach mal Energiestäbe kaufen. Jawohl. Und dann wird hier unten das Schiff auseinandergebaut. Und genau, wir brauchen früher oder später brauchen wir Plätze, wo wir unsere Kryostase kann man hinsetzen. Und die würde ich nicht nach außen setzen, weil da können Kabinen hin. Sondern ich würde die hier hinsetzen. Ja, das ist eine gute Idee. Das heißt, wir machen mal hier Rumpferweiterung. So. Wand. 1, 2. Mittelgang. 1, 2. Ja, so. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ja. Ja. So machen wir das und dann können wir hier die ganze Geschichte schon mal ein bisschen
beschleunigen, dass hier Handel getrieben wird, dass hier Sachen auseinandergebaut werden können. Aber dann können wir hier schon mal anfangen, Wände wieder reinzusetzen. Genau. Hier Wand, Wand und Tür. Wand, Wand. Oh, Sonneneruption. Gut, dass wir Sonneneruption bevorstehen. Das hatte ich nicht mehr im Kopf. Gut, dass wir dass wir hier schon Schilder haben. Aber ich meine, das war irgendwie total klar. Wo brennt es? Hier brennt es auch. Oh, es brennt bei uns in... Okay, aber wir haben... das erinnert mich daran, hier hinten drin haben wir... oh Mann, es breitet sich aus. Leute. Macht was. Okay, es wird gelöscht. Und sie haben schon den... sie haben sich schon die Raumanzüge geholt. Aber auf jeden Fall sollten wir hier oben wahrscheinlich... an irgendeiner Stelle einen Raumanzugsspind mit reinsetzen. Ach scheiße, und es verkümmern meine... Es verkümmern meine... meine Pflanzen. Ja, ich meine, ich setze da jetzt zwar noch einen hin, aber das wird halt nicht reichen. Das heißt, die ganzen Pflanzen hier sind verkümmert. Haben wir hier das Feuer unter Kontrolle? Ja, hier haben wir das Feuer unter Kontrolle, da oben auch. Wir gucken mal nach Temperatur. Ja, okay, da kühlt es jetzt wieder ab. Ja, und die Gaswäscher haben schon ihre Schuldigkeit getan, aber ja, unsere ganzen Pflanzen sind leider verkümmert. Das ist so ein bisschen doof. Warum haben wir hier einen Kriecherkadaver? Sollte alles nur in die Discovery 1, nicht in die Discovery 2 transportiert werden. Interessant. Hat sie nicht irgendwer als Souvenir mitgenommen oder was? So. Wände. Beziehungsweise Anlagen. Kryostase-Kammer 1. Also hier sollen, da soll noch eine Wand hin. Also 3 hatte ich gesagt und dann soll da noch eine Tür hin. Heißt so. Und so, dann haben wir hier einen Raum, wo wir Kryostase-Kammern drin haben. Und da ist dann auch eine Lücke gegenüber der Tür, wo wir einen Raumanzugspind hinsetzen könnten. Oder den machen wir hier gleich zwischen die... Oh, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Da machen wir mal so. So, und jetzt können wir wieder ein bisschen schneller machen, dass der Handel auch abgeschlossen wird und hier hinten alles auseinandergebaut wird. Und dann haben wir da oben einen Bereich, wo wir längere Sprünge ausführen können. Und hier sind wir überfordert. Achso, wir sind mit der Logistik überfordert. Ja, okay. Da wird nämlich gerade sehr, sehr viel geliefert. Und ja, wir könnten hier, da mache ich mal gerade langsam, wir könnten hier tatsächlich irgendwo noch, genau, hier... ist noch Platz, da könnten wir noch Logistikroboter, eine Logistikroboterstation gebrauchen, da ein Logistikroboter mehr kann nicht wirklich schaden. Und wir haben Neuankömmlinge hier im Sektor, und zwar ihr beide. Dann gucken wir mal gerade, was habt ihr denn? Ihr zahlt einen guten Preis für Biomasse. Hervorragend. Ihr habt edle Metalle. Und ihr hättet Tech-Blöcke und Energieblöcke. Aber ich würde euch die edle Metalle mal abkaufen. Und Restwasser. Und was sagt das kleine Schiff hier? Auch einen guten Preis für Biomasse. Da haben wir aber nicht mehr so viel von. Wir verkaufen euch mal menschliches Fleisch, weil das gut ist. Rest Weichblöcke könnt ihr haben, damit ihr uns nicht das Inventar zumüllen. Und was habt ihr? Ihr hättet Wasser, Eis, ganz hervorragend.
Dann treiben wir da nochmal Handel mit und verkaufen ihnen Gewebe. Da haben sie nicht so viel. Okay, Wasser, Eis und wahrscheinlich Energium. Yep. So, jetzt sind wir wieder viel am Handeln. Ja, und die Missionen sind wahrscheinlich ein Sklaven befreien. Ja, da brauchen wir erstmal ein bisschen Bewaffnung für. Und hier oben haben wir jetzt Wände, Kryostasekammern. Hier gegenüber können wir auch Kryostasekammern hinsetzen. Aber dann lasse ich hier frei für eine Tür. Genau, da oben habe ich, ja, da habe ich Platz gelassen, weil, zack, 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 da setze ich einmal eine Wand hin. Und dieses, sehe ich gerade, diese Kabine hat noch gar kein Höhlenfenster. Das braucht dringend Höhlenfenster. Und da oben, in diese Ecke, da kommt Druckschleuse, genau, Raumanzugsspind kommt da rein. Also, der kommt da oben hin, Raumanzugsspind, weil dann können sich Besatzungsmitglieder dort oben quasi schnell nochmal einen Raumanzug schnappen und nicht nur hier unten an den Schleusen, sondern wenn hier oben was brennt, dann haben wir da auch die Möglichkeit, das zu tun. Irgendwer ist aus dem System rausgesprungen. Ja, könnt ihr ruhig machen. Würde ich sagen. Einrichtung. So, vor die Tür und vor den Kryostasekammern machen wir einfach mal Bodenlichter. Und da oben an die Wand könnten wir auch mal da könnten wir mal sowas hinmachen. Ja, sind immer noch genug da. Und wir machen mal ein bisschen schneller. Das hier haben wir jetzt gleich auseinandergebaut. Ja, ist. Aber wir haben zwei neue Mitglieder. Crewmitglieder, genau. Das waren Tassie, Heldin und Landwirtin. Die muss ausgestattet werden mit Schutz, gepanzerte Weste und primär. Primär soll sie eine MP haben. Und war das Maddox? Nee. Alexis. Upsi. Achso, da hat sich was. Jacqueline war die andere, genau. Da machen wir gepanzerte Weste und die soll auch eine MP haben. Wir haben aber nur eine MP. Das heißt, gepanzerte Weste und MP. Und wir müssen dem hier sagen, bau mal eine MP, weil wir noch eine brauchen. Und wir müssen in den Zeitplan reingucken. Für die Discovery One. Und wir haben, achso, das zeigt er nur generell an, ne? Richtig. Wir haben hier 1, 2 und 3 auf der Discovery 2 gleich aufgeteilt. 10, 10 und 9. Das heißt, Jacqueline ist auf jeden Fall. Nee. Jacqueline ist auf 1. Auf 3. Und Tassie ist auf 1. Genau. Jetzt müssen wir 11, 10, 10 haben. Genau. Jetzt haben wir sie in die Schichten einsortiert. Wundervoll. Ja, einiges an Handel getrieben. Hier ist einiges auseinandergebaut. Cool, zwei neue Crewmitglieder. Wobei Jacqueline, wenn sie ausgerüstet ist, würde sich als Navigatorin und Eisernen Willen, würde sich wundervoll auf der Discovery 2 machen. Als siebtes Besatzungsmitglied. Weil viel Navigation, Schildtechnik und Betrieb, na okay, Betrieb brauchen wir nicht so, aber auch Potenzial für Botanik und ein bisschen Waffen ist alles nicht schlecht. Fände ich ganz gut, vor allem nicht so viel von Bauen und so, aber ein bisschen. Fände ich nicht schlecht drüben auf der 2.
Und dann gucken wir mal, sie ist bewaffnet. Das heißt, Heimatschiff festlegen, hier annehmen. Und jetzt ist sie rüber und dann gucken wir mal. Ja, sie müsste dann in... ja, genau. Jacqueline ist in 3. Da können wir mal umschalten. Sie soll mal in 1. Genau. So, und jetzt haben uns alle hier im Sektor allein gelassen. Das Schiff hier müsste gleich auseinandergenommen sein. Das ist schön. Jetzt haben wir 7 Leute auf der Discovery 2. Und sehr, sehr viele Leute hier. Insgesamt 24. Nee, das kann nicht sein. Aber doch. Wir haben 7 hier. Wir haben 26, 25 hier. Aber nee, es sind gerade noch Leute in Kapseln unterwegs. Das wird da oben immer abgezogen. Das finde ich immer so ein bisschen irritierend. Okay. Wir haben hier hinten noch einen Antrieb. Stromprobleme haben wir nicht. Wir haben einen Raum für Kryostase. Kann man eingerichtet und gebaut. Das ist sehr gut. Und dann könnte ich hier noch mal eine Heizung hinmachen oder einen hier Lebenserhaltung. So ein Wandaggregat könnte hier auch noch mal dran, weil hier drin habe ich dann keinen Platz mehr dafür. Aber jetzt sind wir auch fertig. Das heißt, wir können springen. Ab in den nächsten Sektor. Ja, wir sind immer noch das Schiff am Ausbauen, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, wir sind hier in dem kleinen Sektor. Da gibt es noch das ein oder andere zu holen. Wasser haben wir uns, Wasser, Eis haben wir uns jetzt gerade erhandelt. Und hier hinten haben wir, oh, da haben wir Metall, das wir auf jeden Fall gebrauchen können. Und Wasser, Eis und noch ein Wrack. Oh ja, und ein sehr schön großes Wrack. Fein. Zauberhaft. Und unser erstes Away-Team müsste mittlerweile fertig durchaugmentiert sein. Nee, sind sie noch nicht. Die haben alle ihre Augenimplantate bekommen, aber noch nicht ihre Waffen plus 1. Okay. Das heißt, wir schonen nochmal unser Away-Team 1 und gehen hier mit Away-Team 2 ran. Also, Away-Team 2, Direktbefehl, einmal einsteigen. Away-Team 3, Direktbefehl, alle einmal einsteigen. Und ja, und danach wähle ich aus, dass Ressourcen abgebaut werden, wenn wir in allen Shuttlen drin sind. Sehr gut, das Away-Team ist schon mal da und dann gehen wir hier rüber. Und wie sieht's hier aus? Da fehlt noch einer. Jo. Andocken. Einmal da. So, und dann einmal hier und hier. Alles nach da abbauen. Und dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Vielleicht noch mehr Crewmitglieder. Ich habe ja gesagt, mehr Crew, wenn wir jetzt das zweite Schiff haben, ist dringend, notwendig. Und da haben wir direkt wieder Aliens. Auf jeden Fall, ja, hier ist nur ein Höhlenfenster. Okay, da können wir nicht drauf schießen. Also ich meine, wir können auf das Höhlenfenster schießen, aber ja, macht wenig Sinn. Oh, und da sind direkt welche. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier oben hin, wenn da schon. Und dann können wir direkt alle mal hocken lassen und das fliegende Scheißteil werden wir auch jetzt wohl, ja, bevor es auf uns zugestürmt kam, haben wir es erledigt. Dann machen wir hier direkt mal die Tür auf und wechseln die Position hier rüber, sodass wir in alle Richtungen schießen können. Ja, sieht ganz gut aus. Dann gehen wir erstmal hier rein und machen hier den Spawner kaputt. Seine wahre Freude, dass diese fliegenden Teile gar nicht mehr dazu kommen, irgendeinen Blödsinn zu machen.
So. Hier haben wir gut was ausgeschaltet. Der Spawner ist auf jeden Fall weg. Dann, ich sehe hier leider niemanden an der Wand hängen. Ich meine, Gott sei Dank, aber na, ihr wisst schon, was ich meine, ja? Also, ich wünsche das niemandem, aber wir wollen natürlich auch immer Leute retten. So, hier haben wir Credits, okay. Dann gehen wir mal weiter. Ach, hallo! Guten Tag! Wir wollen mit Ihnen über diese Plasmawaffe reden. Okay, oh, da kommen wir nicht hin. Das heißt, wir müssen hier durch. Interessant, okay. Wir müssen, das hier ist eine Sackgasse. Wir können da nur durchgucken. Ab, oh, da ist uns ein Alien im Weg. Okay. Müssen wir hier komplett einmal außen rum? Weil, ach so, weil da solche Sachen stehen. Okay. Ja, das hast du ja nicht richtig überlegt. Ach, jetzt kommen alle. Ja, wir wollten doch jetzt direkt zu euch kommen. Ihr müsst doch uns nicht so forsch entgegengestürmt kommen. Ach so, da ist. Oh, da ist der direkt. Hier ist direkt der Spawner. So, und wir haben gleich keinen Sauerstoff mehr, so wie das aussieht. Und wir sind auch eine Person weniger. 2, 4, 6, 7. Oh! Geflügelschere! Ach du Scheiße! Brian! Hol dir mal bitte. okay. Und ihr alle, holt euch mal kurz. Sauerstoff? Ach du Scheiße. Gut. Ah, und Geflügelschere kann wieder laufen. Sehr schön. Geflügelschere hierhin. Oh, da sind Eier. So, jetzt rennt. Rennt! Ach du Scheiße. Ihr müsst Brian und Geflügelschere retten. Okay. Ich habe mich ein bisschen verkalkuliert. So, einmal Geflügelschere. Hier hinein. Jawohl. Ja, der Spawner sitzt da noch. Was macht mein Shuttle da oben? Hoffentlich keinen Blödsinn. So, warum haben hier nicht alle Leute... Humpalucky hat nicht genug Sauerstoff. Okay, jetzt sind wir runter auf 4, die hier oben Sachen machen. So, und hier haben wir jetzt Bytewelt. Und Bytewelt holt mal Brian da raus. Und da drüben haben wir doch noch auch, Spawner, weil die spawnen durch die Wand, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, die, da entstehen plötzlich Eier. Und wir haben eintreffende Schiffe. Okay, aber nichts Schlimmes. Ja, einmal da hinbringen und ablegen und dann schießt du. Okay. Und einmal ein Shuttle. So, da ist der Spawner. Der muss jetzt kaputt geballert werden. Okay.
Und jetzt müssen wir mit allem Mann einmal hier rüber und zusehen, dass wir hier die Aliens ausschalten, weil der Spawner hat durch die Tür Eier gelegt, könnte man quasi sagen. Beidwelt ist auch zusammengebrochen. Gut, dass wir Humper Lucky noch hier haben. Einmal Beidwelt einsammeln. Und da oben, okay, Beidwelt ist eingesammelt. Einmal hier rein. Okay, und hier, Humper Lucky einmal aussteigen und du, du hebst mal, oh Gott, jetzt hebt mein Shuttle, soll nicht ablegen, sondern wieder andocken. So, und das Außenteam geht jetzt hier rüber, macht die Eier kaputt und dann können wir den Rest hier, ach Gott, da ist wieder ein fliegendes Scheißteil, das gibt's doch nicht. Okay, Humper Lucky, einmal hier einladen, bitte. Und, ihr schießt mal, könnt ihr mal auf, super. So, hier haben wir jetzt alles. Ach Gott. Jemand nimmt Person so und so mit. Und jetzt gehen wir da raus. Hallo. Einmal hier anlegen. Und Humper Lucky ist noch da. Aber Humper Lucky geht's auch nicht gut. Also einmal rein. Okay. Humper Lucky. Ruhig nochmal mit rauskommen. Und du könntest einfach mal ablegen. Und hier rüber und... Okay, Diane ist ganz gut ausgestattet. Fockaffe auch noch. Ihr beide geht mal vor. Und, um Gottes Willen, ey, das ist doch, wir sind runter auf 3. Es wird sowas von, ich muss jetzt anfangen, also entweder, anfangen, noch konservativer zu spielen. Und hier hinten haben wir noch einen Spawner. Wir haben hier noch einen Spawner. Ich glaube nicht, dass wir es zu dritt schaffen. So. Also da ist noch eine Infektion, ja, da ist noch eine Infektion. Zu dritt kriegen wir das doch niemals hin. Fliegen wir mal hier hin. Wir können ein paar von den Aliens reduzieren, auf jeden Fall. Aber, okay, mach mal einer die Tür auf. Ob wir dabei noch ein bisschen was sehen. Ich sehe nicht, wo der Spawner ist. Okay, da ist der Spawner. Einmal die Tür öffnen. So, und jetzt gehen wir direkt hier einmal rein und schießen diesen Spawner kaputt. Warum ist... Würde ich mal sagen, da rein einmal und Virtu auch einmal da rein. Dass ihr euch rettet. Und da hängt tatsächlich jemand an der Wand. Okay, und da haben wir tatsächlich auch nochmal abgefahren. Da haben wir nochmal ein, und da haben wir alles aufgedeckt. Eieieiei, da haben wir eine Kabine. Und hier haben wir jemanden an der Wand hängen. Dachte schon, müssen ewig hängen. Nein, du kannst dich unserer Besatzung anschließen, verabschieden. So, wir haben einmal Quincy, ist Schmied und Psychopath. Na, herzlichen Glückwunsch, aber sehr gute Waffen. Ja, mega. Das ist jemand für ein Außenteam. Okay, und Tim. Tim ist Sportler und launisch. Auch sehr gut mit Waffen und ja, krass. Ihr alle
kommt mal hierher zurück, weil hier liegen unterwegs, liegen hier noch ein paar Leute rum. Die würde ich gerne evakuieren. Wir haben jeweils zwei Leute Besatzung drin. Genau, da ist eine Person, die in der Gegend rumliegt. Das ist Richard. Richard einmal aufnehmen. So, und Richard einmal ins Shuttle verbringen. Dankeschön. So, und ihr, Direktbefehl aufgehoben, Schiff auseinandernehmen und alles auseinandernehmen, bitte. Meine Fresse. Oh, ey, das hat mich jetzt fertig gemacht. So, und das Shuttle hier kann auch schon mal Direktbefehl aufheben. Das hier noch nicht, solange hier Fockaffe mit Richard noch nicht eingestiegen ist, machen wir hier gar nichts. Oh, ja, aber es waren auch drei fette Infektionen. Also das ist so, einmal nach Hause zurückkehren, sehr schön. Und wir haben bei den neuen Leuten auf jeden Fall, nee, Christiane war es nicht, Quincy. Quincy, Zustand, kein Sporenausbruch, wird in Träumen von Aliens verfolgt, ja, aber fühlt sich krank. Quincy war Psychopath und Schmied und sehr hohe Waffenfertigkeiten. Das heißt, hier erstmal Schutz, gepanzerte Weste, primär Sturmgewehr. Wir brauchen gepanzerte Weste und Sturmgewehr. Und Quincy braucht... ist auf jeden Fall, ich sag jetzt mal 4. Jawohl. Und unser anderer Neuzugang, Tim, braucht auf jeden Fall auch gepanzerte Weste und auch ein Sturmgewehr. Und der ist nämlich auch gut, was Waffen angeht, aber der ist generell gut, was sehr, sehr viele Dinge angeht. Das heißt, Tim kriegt auch mal eine 4 davor. Jawohl. Besatzungsmitglied gestorben. Oh Mann. Oh, das tut mir leid. Ist es da, ja, Wo ist denn Geflügelschere? Zeigt es mir nicht an. Geflügelschere ist noch hier. Lieber Geflügelschere. Du hast diesen Außeneinsatz leider nicht überlebt. Aus Team 2 fehlt uns die liebe Geflügelschere. Das heißt, einer der neuen wird ihn ersetzen müssen. Oh Mann, das ist mir total entgangen. Ich bin heute gar nicht so richtig auf der Höhe, habe ich das Gefühl. Und ich sehe schon, dass diese Folge, diese Aufnahme sehr, sehr lang geworden ist. Ja, 4 Leute in dieser Folge gewonnen. Einer gestorben. So ist es. Schlechtes Management von meiner Seite aus. Und da zeigt sich nochmal mehr, dass hier oben alle Leute von den Away-Teams dringend ihre Operationen haben müssen, damit sie besser werden im Schießen und so weiter und so fort. Und so wie es aussieht, werde ich auf kurz oder lang, mit 3 Away-Teams arbeiten müssen. So, jetzt sind hier auch noch Schiffe reingesprungen. Dann gucken wir mal, haben wir hier mit denen Zeug zu handeln. Kein guter Preis für Biomasse, aber ihr kauft Gewebe für sehr, sehr viel Geld. Ah, und ihr habt gar nicht so viel Geld. Und Wasser geht wieder, dann kaufen wir euch einfach ein paar Energiestäbe ab. So, und bei dem anderen auch kein guter Preis für Biomasse, aber wir verticken euch mal Gewebe. Jawohl, und habt ihr schöne Dinge? Ihr habt
keine schönen Dinge, die ich jetzt dringend bräuchte. Ich nehme mal 2 Energium. Gut. Und was ich jetzt noch dringend mache, ist herstellen. Wir müssen 1, 2, 3, 4 gepanzerte Westen herstellen. Und wir brauchen 2 Sturmgewehre. Die sollen mal hergestellt werden. Und wir haben eine neue Mission. Okay. Mission, Person gefangen nehmen. Ja, ja, ja. Oh Mann, ey. Ja, ich würde gerne eine Weltraumbestattung machen, aber ich fürchte, dass die Leiche von unserem Besatzungsmitglied irgendwie hier in der noch im Shuttle herumliegt. Fürchte ich fast. Und ja, dann könnte das etwas kompliziert werden. Quincy, fühlt er sich noch krank? Der fühlt sich noch krank. Der müsste mal nach Hause zurück. Ja, aber auf jeden Fall, wir machen mal ein bisschen schneller, dass hier das Schiff ein bisschen auseinandergenommen wird. Ich danke euch fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart bei der 62. Folge. Ich bemühe mich jetzt auch ein paar mehr Folgen zu machen, weil im Mai soll Spacehaven Alpha 17 rauskommen mit neuen Gegnern, mit Kampfjägern und so weiter und so fort. Das wird eine tolle Zeit. Ja, wie dem auch sei. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr mögt, lasst ein Like da, schreibt gerne einen Kommentar unter das Video und überlegt, den Kanal zu abonnieren. Das würde mich alles sehr freuen, aber selbst wenn ihr es nicht tut, würde ich mich einfach darüber freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss.